Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal und auch auf dem Stancefreaks-Kanal. Zumindest wenn die Aufnahme klappt. Das hat ja schon diverse Male nicht geklappt und gab jetzt auch vor der Aufnahme ein paar Probleme. Ja, ich grüße hier die zwei Stancefreaks, der Forza Creeper und den Leon, den Turbonetics. Hallo. Hallo. Ja, damit auch herzlich willkommen hier von meiner Seite aus. Natürlich auch Grüße an die Zuschauer von Ray. Ja. Genau, und mit am Start haben wir noch den Marvin, den Brogame und den Maurice, den Panda. Grüßt euch auch. Hallöchen. Hallo. Ja, wir haben im letzten Special schon angekündigt, die Minis, diese kleinen Flitzer, werden hier jetzt noch auf Rallye drin getuned. Das haben wir auch gemacht, ungefähr alle nach einem gleichen Muster. Alle haben hier jetzt einen 1,6 Liter Vierzylinder Rallye-Motor verbaut. Alle hier mit denselben Felgen ausgestattet und auch vom Gewicht her sind alle ungefähr auf einem Niveau. Und das heißt, es könnte ein richtig, richtig spannendes Duell werden. Der Mazda vom Panda hat sich jetzt entschlossen, doch ein Vauxhall zu werden. Das hat einfach den Grund, dass der Corsa einfach viel besser hier dazu passt, wie eben der Mazda. Und ich glaube, da hat der Panda auch nur gutes Material jetzt bekommen. Hoffe ich doch zumindest. Das sehen wir ja gleich. Ja, und ich würde sagen, wir verlieren wir keine Zeit. Der Gruppenleader, das ist heute der Creeper, der setzt mal die erste Route zum ersten Rennen, zum ersten Rallye-Rennen. Also hier Geländerennen machen wir keine, die sind ein bisschen unnötig mit den Fahrzeugen. Ich hab direkt mal einen, glaube ich, einen. Du musst Gruppenroute machen. Oh, scheiße. Ja, ist gleich hier vorne um die Ecke. Oh, der Brogame hat leichte Verbindungsprobleme. Oh, geblitzt. So, bin mal gespannt, wie sich jetzt das Ganze so verteilt. Ich bin benachteiligt, ich habe 20 Kilometer. Soll ich Kollision ein oder aus? Blablabla. Dafür hast du Mini. Also es könnte sein, dass es ein bisschen shift, weil ich habe jetzt mal das Wetter aktuell gelassen. Ja, passt ja. Wir sind ja auf Storm Island, wir sind ja nicht auf Sunny Island, ne? Da darf auch mal ein bisschen regnen. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Korrekt. So, ich bin heute von GoPro gesponsert, sehe ich gerade. Einfach mal irgendein Design genommen. Bridgestone und Falken, passt ja perfekt, ne? Ja. Der Bierstein. Zwei Reifen mag ich immer besser. Vorne Bridgestone, hinten ja. Falken-Tires. Ja. So, Allrad haben auch alle, LI seht ihr, sind auch alle sehr, sehr nah beisammen. Der Fiesta ein bisschen stärker von LI her, aber... Ja, ob er dann als er sich besser das auf den Asphalt bzw. auf den Schotter bringt, das werden wir dann sehen. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. So, da ist der Start. Kollision an oder aus? Nee, ist aus. Aber können es auch gern anmachen. Nö. Wird auch Storm ein bisschen, ja, hart. Ja, also wir wollen ja Rallye-Feeling haben, das heißt... Bei Rallye fährt man eigentlich auch nicht unbedingt. Also wir haben ja kein Rallye-Cross, sondern wir fahren jetzt richtiges Rallye. Oder versuchen es. Ja, mein ist ein Rallye-Cross. Aber hat halt einen falschen Fahrer. Ne? Ich hab mich gerade weggedreht. So, der Audi führt das Ganze aktuell an. Boah. Ich habe gerade hier noch so ein bisschen Probleme, das Auto auf dem Schotter zu halten. Ich muss auch sagen, dass halt der Audi der einzige ist, der tatsächlich serienmäßig hier mit dem Allrad bestückt ist. Das gibt dem natürlich schon ein bisschen einen Vorteil. Da muss man schon ehrlich sein. Ja, klar, aber trotzdem, das macht schon was aus. Also, wenn man ein Allrad nachrüstet, fährt sich das bei weitem meistens nicht so gut, wie wenn du ein Auto hast, was schon standardmäßig mit Allrad bestückt ist. Mach doch nicht so viel Staub, ich sehe nichts, Mensch. Ja, das ist der Sinn und Zweck des Ganzen hier. Ich gehe jetzt mal auf den Motor, aber vielleicht läuft es dann besser. Okay, schon mal ordentlich verkackt. Achtung, Steine für euch. Steine, ja. Ah, da kommt's Heck. Oh Mann, ey. Ich habe mich schon wieder gedreht.
Weil ich habe mich so schön nach vorne gekämpft, ne? An euch wieder ran, ey. Und dann drehe ich mich wieder. Mein Auto ist dreckig. Oh, ne. Okay. Bau meine Waschanlage vielleicht. Meine Federung ist auf jeden Fall noch zu weich. Also der kippt zu stark auf die Seite. Alter, meine Federung ist viel zu hart. Gut, aber wenn er auf die Seite kippt, könnte das ja auch was mit Stabis zu tun haben, wa? Ja, nee, der federt zu links. Da versteht Emo eh nur ein bisschen Bahnhof. Nee. Dann stell einfach mal deine Druckstufenherze etwas anders. Ja, ich mache ein bisschen niedriger. Ist halt schon nicht. Er ist halt schon relativ sehr hoch. Alter, jetzt Ray, verpasst mal einen Checkpoint. Das kommt noch in der Folge. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Oh, das wäre es doch jetzt, den Checkpoint verpassen. Jetzt kurz vor Ende wäre, glaube ich, das Todesurteil, weil das Feld ist extrem dicht beisammen. Außer Panzer. Außer ich, genau. Ja. Komm dann gleich, hätte ich doch lieber den Mazda genommen. Nein. Oh. Wow. Das erste Rennen gewinnt der Renault Clio, dicht gefolgt vom Audi S1, dann der Mini Cooper, dann der Ford Fiesta und das Schlusslicht bildet der Vauxhall Corsa. Wenn man noch nicht im Ziel ist. Wenn man noch nicht im Ziel ist, der sich da ein paar Mal gedreht hat. Ey, der letzte Sprung, der war richtig fies. Ging eigentlich. Ja gut, also als Tipp einfach schon mal aus langjähriger Storm Island Erfahrung, bei Sprüngen am besten immer das Gas wegnehmen. Das ist auf jeden Fall besser zum Handhaben. Ich bin davon drauf geblieben. Ich stell die Klage. Dass du das machst, ist mir schon klar, aber normalerweise sollte man ein bisschen vom Gas gehen. Ich bleib vor allem auch aufstehen. Vor allem bei der Landung ist es immer ein bisschen besser. Also man sieht bei mir vorne beispielsweise, der Fiesta ist sehr hoch. Ja gut, aber bei der echten WRC fahren sie auch so ungefähr mit 19 cm Fahrhöhe. Ich habe jetzt die 18,9, so eigentlich genau das, was sie da auffahren. Maximal. Ich mach ein bisschen tiefer, ganz wenig. So, ich muss jetzt nur gucken, dass ich das Hecklastige ein bisschen... Ich mache 2 cm tiefer. Ein bisschen noch ausmerzen Dämpfung. Kann. Wie sie jetzt alle nach dem ersten Rennen das Auto anders einstellen. Ja, ein bisschen nachjustieren, das ist ja noch ganz normal. Also wer das nicht macht, der hat ja schon verloren. Oh. Ja, ich habe gemerkt, dass er eben zu krass... Ja, dann suche ich mal das Antrieb, da klingelt es ein bisschen. So, da machen wir mal... Ja, antriebstechnisch, glaube ich, passt es. Gruppen, also. Lassen wir das mal so. So, dann gucken wir mal, wo jetzt die Reise hingeht. Ob das so passt. Oh, nicht das sind Dingrennen. Ich glaube nicht, dass die so gut sind. Das sind so diese komischen. Das sind diese Dingsbumsrennen, oder? Die sind doch nicht so gut, oder? Egal, mach einfach mal, das werden wir sehen. Ich glaube, da kann man nichts einstellen bei denen, oder? Diese Trailrennen oder? Ja, die sind doch komisch. Ich kann Teams, Autoklasse und Kollision. Okay, ja, dann mach einfach mal. Sehen ja dann, wenn es scheiße ist. Ja, aber es ist, glaube ich, war nur auf Asphalt oder Schotter, also kein Abseits. Ja, wir sehen es ja dann. Gut ist oder nicht. Immerhin ist auf diesem Symbol ein Polo abgebildet. Der wird uns ja natürlich Glück bringen. Nein, ich konnte der Veranstaltung nicht beitreten. Okay, damit ist der Mini schon mal raus. Ich habe ja gesagt, Einstellungen sind das Wichtigste. Und das hat er mal einfach verplant. Ey, bei mir steht auch Need for Speed drauf, sehe ich gerade. Wir waren voll die Werbung für Need for Speed. Wie Einstellungen? Nein, ja, weil ich musste gerade nochmal runter, weil eben das helfen. Oh. Marvin. Ja. Das ist unfair. Sonst würde ich gewinnen, Mann. Ja, wir gehen jetzt nochmal raus, schnell alle. Wir sind ja nicht so böse. Doch, wir lassen ja böse. Den armen kleinen Mini auch noch seine Chance. Wir sind böse. Ach, bei der Standardveranstaltung, wo der Twitch war, da seid ihr auch alle gefahren. Was, wo, was? Bei der, wo wir die Standardfahrzeuge gefahren sind, wo ich den Mazda gefahren bin. Ja, du warst ja auf einmal nicht mehr da, da können wir ja nichts dafür. Ach so, das ist die Rennen, wo es immer so beschissen Wetter ist, glaube ich. Ja, genau. Das war das. Ja, wollen wir es trotzdem machen dann nachher? Also, wenn jetzt Neustart ist. Ja, einmal können wir es ja machen. So, wir sind jetzt ja schon mal raus. Die Ladezeiten sind ja zum Glück so extrem schnell. Also beenden. Ey, der Audi fährt einfach weiter. Leon fährt weiter. Leon fährt sein eigenes Rennen. Ja gut, dann ist halt der Leon jetzt dann gleich beim nächsten Versuch nicht mehr dabei. Ich bin doch schon draußen. Mensch, der Audi-Fahrer, dann nehmen wir die bösen Audi-Fahrer. Guck dir den Mini an, wie der durchdreht.
Der rastet der macht aus. Alles, der macht doch alles dreckig. Ja. Und dann heult er rum, wenn sein Auto dreckig ist. Freudendonuts. Mein Auto ist dreckig. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wer wie viel riskiert. Weißt und warum? Wie gut es geht halt. Da ist die Sicht gleich null bei diesen Rennen. Ach, Sicht gleich null, Straße gleich null, was Grip angeht. Ja. Regen gleich 100%. Mann, Remo, okay. Jetzt wird mein Auto nass. Aber das Geile finde ich immer noch, die Leute, die stehen einfach draußen und feiern einfach immer weiter. Und immer Panzer, weiter. Genau Sturz? Solche Leute brauchst du, wenn du fährst. Ich habe keinen Sturz. Die bei jedem beschissenen Untergangsweltwetter noch Party machen und alles abfeiern. Die juckt sind scheiße. Ja, bin ich halt nass, ist mir. Ich stehe auch an der Strecke bei jedem Untergangsweltwetter. Jede Woche. Boah, ich bin halt damit auch wieder an. Bist auch ein Sportwart. Gelbphase. Gelbphase, genau. Ja, Remo, das gefällt Ray dir. Ray hat bei mir kein Design. Haha, nicht. Ich hab ein Design. Ne, bei mir nicht. Oh, jetzt Sprung. Du bist doch geil, was hast du? Bäume. LOL, ich seh die erstmal nicht. Ja, hier sieht man so generell sowieso nichts. Der Meister des Abkürzens kommt hier gleich mal wieder richtig gut voran. Ich hasse diese Dingstrecken, das sieht halt echt gar nichts. Ich orientiere mich eigentlich nur an diesen Checkpoint, an den Lampen. Ja, bis jetzt hatte ich echt Glück, weil im Normalfall, wenn du das machst, dann landest du meistens in dem Baum irgendwann. So wie Leon. Oh, Sprung! Das ist nicht unser Sprung, Panda? Ja, das war. Nein, das war nicht unser Sprung. Rechts von uns ist unser Sprung. Ah, lass mal hinfahren. Ja. Können wir nachher machen. Oh Gott. Gott, man sieht ja gar nichts. Nee, ich halt einfach nur voll drauf. Alter, das Design vom Ford erinnert mich irgendwie voll an das vom Citroën DS3 R. Ist aber eigentlich WRC. Das wirklich vom WRC Ford. Ja. Ist es auch. Gut, ich glaube. Nee, das nee, das Trainer hat doch nicht sowas. Der hat doch Doch, der hat auch mal, der hat auch blau. Das ist aber kein Rot, das ist braun. Ja, bau da noch eine Schanze dahin, ja. Die Lampen schon so einem auf Augenhöhe begegnen. Ja. Glück seid ihr vor mir, dann weiß ich, wo der Weg ist. Wahrscheinlich der Vorteil, wenn man hinterher fährt, aber man muss hier irgendwann dann auch versuchen, halt wieder vorbeizukommen, sonst bleibt man da hinten, ne? Ja. Boah, jetzt hat das Auto eingedreht. Nicht so cool. Ey, ich riskiere da einfach viel zu wenig, muss ich sagen. Nein! Alter! Was war das? Ja, deswegen nehme ich Gas weg bei den Sprüngen. Ich verliere zwar ab und zu Zeit, aber genau das vermeidet man dann halt dabei. Bei dem Überschlag verliert man noch mehr Zeit. Aber hallo, ey. Ich hab halt schon zu früh Gas weggenommen. Das war halt doof. Alter, das sah richtig geil aus. Wie auf einmal vorne rüber gekippt. Ja, die kleinen Blitzer, die hauen leider mal richtig durch die Gegend. Aber diesmal sind die Rennen nicht so entspannt wie bei den. Nee, ich hab ja gesagt, das ist mehr, haben sie jetzt einmal getestet. Die kleinen Flitzer, wenn ja, sie normal ihr sind, cheatet jetzt hier voll, mit. Nur weil ich mehr Gewicht drin habe, das passiert dann. Ja, genau. Ja, aber hier hast du auch noch vor mir. Ja, Scheiße. Hier hast du auch Kopf an Kopf drin, ey. Mann, jetzt hat der Corsa noch gewonnen, so eine Scheiße. Mann, er ja, ist bis noch... jetzt. Bis jetzt kann Ford ihre mehr LI nicht ummünzen. Das muss man mal ganz klar festhalten. Ja. Ey, da dachte ich mir, oh Scheiße, als der vorne das sah so geil aus. Du hörst nur die Lampen und noch so unzählige Überschläge. Oh, das ging auch voll langsam, wie er vorne übergekippt ist und dann ab einem Punkt ging es voll schnell. Sehr geil. Ja. Ich habe auch nur noch so ein Mini fliegen sehen und dann. Ja, vor allem, man kommt halt so schnell da nicht mehr rein in die Fahrt, ne? Erstmal muss er wieder landen und. Man muss wieder anfahren. Ja, man kennt ja Forza, da überschlägst du dich erstmal 50.000 Mal. Ja, Busch halt. Ach du Grüne, ey, guck mal, der Mini rastet wieder aus. Guck, wir fahren mal hoch zur Akrapo. Sonst war der Mini eigentlich so mit das beste Auto, was kontrollierbar fuhr. So, jetzt machen wir mal ein Brawl, das ist Rundstrecke.
Also so, das machen wir mal Rallycross mäßig. Warum? Eine Special Stage ist das auch in der Rallye. Ja. Wow, Audi. Aber dass wir auch mal Rundstrecke gefahren sind. Also die Special Stage 3 ist dann hier bei uns. Ah nee, aber bei Rallye hast du. Also ich muss jetzt sagen, ich bin ja den Mini und den Corsa ja schon hier in Rallye drin gefahren und ich muss sagen, der Clio fährt sich gleich am beschissensten. Also Corsa und Mini erwarte ich noch ein bisschen mehr jetzt. Drei. Wie viele Runden machen wir? Drei oder vier? Mini, ich werde immer vom Spiel ausgeschaltet. Ja. Beschaltet, ausgeschaltet. Ja, drei Runden reicht. Fahren sie ja, glaube ich, im Rallycross im Normalfall auch nur drei Runden. Nein, ich fahre mehr. Da gibt es aber auch zwei Wege. Es gibt halt noch eine Shortcut-Dingsbums, wo du abgehst. Es gibt ja auch diese, die müssen ja in den Runden, die sie fahren, müssen sie ja mindestens eine Runde die etwas längere Strecke mit ein bisschen mehr Schotter, die langsamer ist, fahren. Ja, genau. Taktik. Wie ich halt auch richtig geil. So, jetzt regnet es mal nicht, aber wir sehen trotzdem Panda, wenig. Da lieben wir den Nebel, ne? Ach, ja, Mann, ich kann mir nicht drin. Ach, darf man wieder letzter starten? Ja, geil. Ja, du bist ja der Mini, du hast ja gesagt, du gewinnst das Ding. Jetzt muss ich auch mal was Mini zeigen. Der Mini ja, hat ich kann Mini ja nicht wissen, dass der einfach sich nach vorne überschlägt, Mann. Ja, man könnte halt einfach besser fahren. Genau. Sagt der immer Checkpoints verpasst. Jetzt sagt er wieder, das liegt am Auto, wetten. Ja, das liegt ja am Auto, wenn ich Checkpoint habe. Nee, natürlich nicht. Meinte eigentlich Marvin. Ja, ich bin halt zu früh vom Gas gegangen, schon vor der Kuppe. Weißt du, da bremst der extra, damit du dem S1 nicht reinknallst, dann siehst du erstmal, dass hier gar keine Kollision hat. Ich hol mich mal nach vorne, ne? Ja, viel Spaß da. Oh, war das knapp. Ey, der Mini kommt schon wieder, guckt euch das mal an, ey. Der Mini ist auch übel gut. Ja, du musst nur warten, bis das sich wieder mal überschlägt. Junge, mein Lied einfach gar nicht. Aha! Du Scheiße! Alter, ich hab fast den Bau geküsst. Und so krass, wie viel ich im vierten und dritten Gang hier rumtümpel, weil das Getriebe so kurz übersetzt ist. Mann, ich kann nie wirklich einen Motor rüberfahren, aber dort bin ich am schnellsten. Guckt euch mal die Jacke. Junge, wie geil das einfach aussieht, wie erstmal alle ineinander rumfliegen hier. Oh, Kurve. Oh, Kurve. Mann, dieser scheiß Mini, ne? Alter, der regt mich so auf. Der Mini hat halt einen Diffusor und mehr Abtrieb. Der Mini hat höchstens Mini. Alter, das gibt's doch nicht. Also auf dem Asphalt fährt sich der Clio richtig beschissen mit meinem Setup. Weil ich jedes Mal Bodenhaftung. Komm! Oh, ey, Mann! Chat Corsa! Ray fährt einfach mittendurch. Das ist halt so behindert. So. Ja, du weißt ja, dass zum Durchfahren ist, dann bist du nicht behindert. Ja, ich meine, dass man dann nicht eingebremst wird. Warum soll der mal? Alter, jetzt dreh ich mich richtig. Alter. Das habe ich jetzt eigentlich nur noch gewartet. Das hatte ich auch gerade im ersten Rennen. Ja, das ist aber echt, also das muss ich echt sagen, da ist der Clio echt scheiße, was das angeht. Bei hohen Geschwindigkeiten, da dreht er sich ein. Wenn da nicht sofort gegenlenkst, Arsch, echt verloren. Das hole ich jetzt auch nicht mehr auf wahrscheinlich. Ja, das gleiche Problem wieder. Nein. Man konnte es ja mal riskieren. Ah, der Marvin hat auch gemacht. Jetzt hätte ich fast einen Baum mitgenommen. Ich hab einen Checkpoint. Auch, Alter. Was? Oh. Dann liegt er am Auto! Yes, hat jemand einen Checkpoint verpasst. Endlich! Danke, Marvin. Das liegt am Auto. Ich denke mal, es gibt nie mehr eine Folge, wo keiner einen Checkpoint nicht verpasst. Einfach, dass das Niveau hoch ist und jeder sehr risikofreudig ist. Sonst würde man das ja nicht riskieren. Ich dachte, du wolltest sagen, Niveau hoch, Qualität niedrig. Ja, bei dir vielleicht, ja. Ich
weiß ja nicht, was ihr da auf euren Kanal da so hochladet. Also Leon momentan nix. Ja. Ja, da kann die Qualität ja auch nicht scheiße sein. Ne? Ja, endlich mal eine Ellie ausgenutzt. Das ist das erste Rennen, ey. Beste Rundenzeit. Oh, ja, die beste Rundenzeit ist ja unwichtig. Die haben wir ja noch nicht gemessen. Wir haben ja jetzt nur das Ergebnis. Was macht der Fiesta da? Keine Ahnung. Gönnt sich. Der muss Vodafone sponsoren. Oh, jetzt machen wir hier wieder so eine lange Etappe da. Schleichwerbung. Das erste Rennen. Am besten wir fangen an Dragstrip und testen, ne? Wie wär's im Finale hier? Ja, okay, wie lange wird denn das Finale ist machen? Ein bisschen zu lang, würde ich behaupten. So als Last Race? Ja. Kann man das Finale überhaupt fahren im Olympia? Ja, ich glaub schon. Warte, ich muss das gerade mal suchen. Wo ist denn das eigentlich? Wenn, dann müsst ihr hier irgendwo. Nur ein bisschen Reifen kaputt. Ich habe hier zwei hier Sponsoren, die Reifen machen. Seht ihr das nicht? Das ist nicht. Nö, ich ich hab's. Nee, doch nicht. Nee, ich glaube, es gibt's im Multiplayer nicht das Finale. Ich hab's nämlich auch noch nie gefunden. Nicht, das ist nicht. Das muss eh hier eigentlich, also da wo wir jetzt gerade waren, da müsste eigentlich sein, also zumindest ist da in wenn du es alleine spielst. Ja, hier wo ich gerade stehe, da ist das. Ja, aber es ist hier nirgends. Wieso fängt das denn jetzt auch immer so stark an zu reden? So ein Sprintrace und hier da zum Schluss, ich weiß, zum hier wieder Temple mal sowas, was wir am Anfang Extreme gemacht Cross Country. Ich habe eine Gruppenroute gesetzt. Ja. Und ich glaube, das Temple Race Cross Country haben wir doch gerade erst vorhin gemacht noch. Jo, willst du nicht sagen? Keine Ahnung. So krass geht der Audi ab wie. Oh, Junge, Gott. Oh, wie die Kurve hast du? Erstmal im Bauernhof. Erstmal frische Milch gezapft. So. Letztes Rennen, jetzt alles entscheidend. Gespannt, jetzt habe ich natürlich im letzten Lauf richtig liegen lassen, indem ich ja die ersten zwei Gutpunkte gesammelt habe. Da kann ich leider nicht mitreden. Ja. Aber der Mini wird ja am Schluss noch Meister, deswegen. Ja. Der hackt ja auch. Wenn wir die Wertung mit dem Autos normal da machen, dann könnte ich sogar noch Meister werden. Also, ey, hör auf damit. Ey, der Mini mobbt uns! Ich muss auch mal zurückmobben. So. Deswegen gespannt, jetzt Konzentration und immer schön gegenlenken ist jetzt mein Motto. Oh, Rampage, oh oh. Aber Ray, du bist doch immer das Gegenlenken gewohnt, ne? Formel 1 und so. Oh ja. Oh ja. Wow. Ray wird ekelhaft. Oh, regnet nicht. Oh, schönes Wetter. Das ist schon natürlich perfekte Bedingungen. Oh, Sonnenuntergang. Oh, das ist so romantisch. Ja, das habe ich jetzt nochmal zum Ende ausgesucht. So einen schönen Sonnenuntergang und mal schönes Wetter. So ja, ich habe ja den. Ich fahre ja mit meinem schwulen Corsa. Also passt das hier? Du stehst ja nur für alle Geschlechter ein. Für alle Farben. Muss ja auch mal Farben eingehen, ja. Ich bin halt nur für die Blauen und die Weißen. Danke. Okay. Ich dachte, die Kurve wäre enger. Hier ist enger. Ja. Das haben wir alle gerade gespürt. Boah, war das knapp. Nee, du bist mit voller Breitseite über den Checkpoint. Ja, weil ich nochmal die Handbremse gezogen habe. Oh, danke Ray, jetzt habe ich gar nichts gesehen. Ja, das war Absicht. Polly, wir erstmal hier alle abbremsen, weil wir denken. Ich bin genau die gleiche Linie wie Ray gefahren. What the fuck? Nee, bist du nicht. Alter, bin ich voll behindert gefahren. Bist voll gegen den Baum gecheckt, ey. Du bist behindert gefahren, Mann. Du bist behindert. Ja, du. Also, richtig. Hey, wer ist hier behindert? Das ist die Frage, die uns alle stellt.
Hier ist ja schon, der muss banned vom Server. Mach deine Abonnenten, wer behindert halt ist. Also sagen Marvin. Der muss banned vom Server. Scheiß Fiesta, der hat einfach gecheatet, der hat einfach das beste Fahrzeug. Ihr habt gecheatet, Mann! Schon wieder kommt mein Heck, das ist so beschissen, ey. Ich hoffe, es gibt dir gleich noch irgendeinen Schlag, das Heck von dir. Ist die Strecke gerade vorher schon gefahren? Ja. Nee, aber den Teil davon sind wir vorhin mal gefahren. Och Mann, ich liebe gleich. Oh, Rage Quit. Bevor er noch groß angewinnt, der Mini gewinnt sowieso! Ich kann auch nichts dafür, wenn ihr das Spiel manipuliert. Ja, ey, okay, Alter. Geh doch wieder in deiner kleinen Flasche nuckeln, ey. Nee. Mann. Soll ich deiner Mutti noch, vielleicht noch Bescheid sagen, dass sie dich tröstet, weil er mit der Mini verliert? Ja. Bitte. Okay, warte, ich hochle an. Nein! Oh, oh fuck, der Renault ist ja knapp hinter mir. Nein! Bitte nicht spontan. Oh, völlig verkackt. Nein! Scheiß Baum, wer platzt der Baum hin? Komm, Mini! Mal. Scheiße, komm, scheiße, komm! Komm! Hol deine 1,6 Liter raus! Was? Yeah! Ach du Mann, ich hab in der letzten Kurve nochmal richtig weit übersteuert. Guckt euch die drei Zeiten an, 2, 3, 4. Ja. Alle in 6 Zehntel. Ich will ja nichts sagen, aber der Mini, der hat mir schon richtig Angst eingejagt, diese Folge. Der Mini, diese Kampfansage, die hat mich schon richtig, richtig beeinflusst, muss ich schon sagen. Halt's Maul. Ich mobb dein Kio jetzt. Oh. Ja, macht es. Ja, naja, wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende angekommen. Das war jetzt die Ausgabe Rally Edition von diesen Fahrzeugen. Ja, wenn es euch das gefallen hat, dass wir mal so Vergleich machen zwischen Serienmodelle und dann irgendwie einen Aufbau, vielleicht machen wir auch mal einen Tuner-Aufbau oder sowas. Jetzt bei den kleinen lohnt sich es, glaube ich, eher weniger. Aber zum Beispiel bei den größeren Sportcoupés oder sowas könnte sich sicher sowas mal lohnen, dass man sowas vielleicht mal aufbaut oder so weiter. Also, ja, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare oder wenn ihr sonst Vorschläge habt, was wir mal machen können, einfach dazu schreiben. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich gehe jetzt mal ins Pausenmenü, dass ich da keine Vibrationen mehr spüren muss. Und weil mich hier der Mini, der hat mich nicht so gern. Also, egal. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bedanke mich auch bei allen Zuschauern von den Stance Freaks. Und ja, wenn euch die Ausgabe gefallen hat, würde ich mich natürlich gerne über ein Däumchen nach oben freuen. Genauso auch der Remo wird sich bestimmt auch über ein Däumchen nach oben bei unter seinem Video freuen. Wie auch immer, genau. Ich bin raus. Vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Und lasst die letzten Worte wieder den anderen. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, dann bedanke ich mich ebenfalls bei allen, die zugeschaut haben. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und eben schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr mal wieder einen Standard und dann vielleicht einen Tuning-Vergleich macht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Roman jetzt Vortext.